Verabschiedet hat sich auch Anke Huber. Letztes Jahr noch ganz knapp im Finale verloren. Gestern das Aus in der ersten Runde gegen die Kroatin Ivaj Majoli, weil sie viel zu fehlerhaft spielte, schlecht aufschlug und überhaupt. Ich weiß nicht, an was das lag. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach, nicht zu viel Selbstvertrauen heute auf dem Platz gehabt. Habe mich nicht sehr wohl gefühlt da. Nach einer Stunde und 19 Minuten war es vorbei. Mit 5:7 und 3:6 verloren. Anke Huber folgt Gabriela Sabatini, ist aber im Gegensatz zur Argentinierin im neuen Jahr wieder mit von der Partie.